Wenn Jagdflugzeuge in der Luft betankt werden, ist das ein heikler Vorgang, für den man hochentwickelte Technik braucht. Etwa ein videobasiertes Messsystem, das die Besatzungen genau wissen lässt, wie schnell die beteiligten Flugzeuge der Luftwaffe im Moment des Betankens fliegen. Entwickelt hat dieses die Firma FTI. Gebaut wird es am neuen Hauptsitz in Wildau und dort natürlich auf Herz und Nieren getestet. Der Kollege im Hintergrund richtet gerade die Kameras aus und stellt die Bildschirme ein, um somit die richtigen Bilder zu bekommen, die wir damit erreichen wollen. Doch FTI kann weit mehr. Aus einem Team von 5 Ingenieuren, die einst am gescheiterten Cargolifter-Projekt gearbeitet hatten, ist innerhalb von 10 Jahren ein wichtiger Mittelständler der Luftfahrtindustrie geworden. 140 Beschäftigte zählt das Unternehmen an mittlerweile 5 Standorten. FTI will und muss als wichtiger Partner des Branchenriesen Airbus an wichtigen Produktionsstätten des Flugzeugbauers vertreten sein. Denn das Angebot, das FTI, Airbus, aber auch anderen Kunden machen kann, ist breit geworden. Und haben uns eigentlich da auf das Entwickeln von elektronischen Systemen, die im Flugzeug eben dann auch verbaut werden, konzentriert. Der zweite Geschäftsbereich ist der, wir beschäftigen uns mit Werkzeugen, um diese Systeme zu testen. Das sind sogenannte Hardware-in-the-Loop-Testsysteme, die wiederum dafür da sind, nicht vorhandene Flugzeugkomponenten sozusagen zu simulieren. Und die Chancen stehen gut, dass man mit dieser Aufstellung nicht mehr nur in Europa Furore macht. Nord- und Südamerika etwa hat die Firma bereits im Blick. So wird auch in Brasilien das Projekt für ein Tankflugzeug vorangetrieben. Und da sind nun einmal absolute Spezialisten gefragt. Wir konzentrieren uns einfach darauf, nicht alles können zu wollen, sondern das, was wir können, am besten zu können. Und das ist sicherlich das Testen und Zulassen als solches. Also das Prozessverständnis, wie man ein System sicher und stabil bekommt, sodass man es im Flugzeug letztendlich einsetzen kann. Das andere, was wir sicherlich sehr gut können, ist alles rund um die Videotechnologie. Das heißt, alle Arten von Bildern aufzuzeichnen, auszuwerten im Flugzeug selber. So werden wohl bald noch viel mehr Flugzeuge weltweit Augen aus Wildau haben.